Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner Bücherwoche. Diesmal wieder eine kurze Bücherwoche mit nur 4 Tagen, da wir in Bayern den Frohen Leichnam frei hatten. Und trotz, dass ich da ja ein bisschen mehr Zeit gefühlt hatte, habe ich nur 3 Bücher gelesen. Dafür wirkliche Knaller, also 3 Highlight-Bücher, das gefiel mir besonders gut, und ich habe ein bisschen Serie gesuchtet, ja. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich mit The Crown angefangen habe, und ich habe jetzt in der Woche Staffel 1 und 2 geguckt und bin sozusagen dieser Serie jetzt ein bisschen verfallen. Dann war es auch so, dass besonders der Feiertag und auch der Freitag, den ich nicht frei hatte, aber vom Wetter so super war, dass wir durchaus auch ein bisschen was im Garten gemacht haben und ich das ja auch immer sehr entspannend finde, und da passt dann auch ein Buch dazu, was ich gelesen habe. Und 3 Bücher erwarten euch, diesmal sogar 2 echte Bücher. In den letzten 2 Wochen waren es ja immer nur digitale Medien, jetzt hier in dieser Woche, Bücherwoche, auch mal was zum Anfassen. Und ihr findet die Bücher unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei, wenn ihr noch mehr Infos zu den Büchern haben möchtet. Ihr findet dort auch mein Instagram und mein Lovelybooks-Account und die Playliste für den Hörgenuss. Also schaut da gerne mal vorbei. Ja, die Woche begonnen habe ich mit Bin im Garten von Maike Winnemuth, mein 2. Buch der Autorin, und auch das Buch ist ein absolutes Highlight geworden. Dann habe ich von Jessica Townsend den 3. Teil von Nevermore gelesen und es musste einfach weitergehen. Und dann, lange drauf gewartet, Stormdancer, der Lotuskrieg von Jay Kristoff in dieser wunderschönen Ausgabe. Und ich bin, Leute, so froh, dass mir dieses Buch so gut gefällt, weil ich glaube, ich hätte mich schon geärgert, wenn das jetzt ein absoluter Flop geworden wäre und ich so viel Geld für ein Hardcover ausgegeben hätte. Und ja, ich finde 35 Euro viel Geld und für ein Buch. Und aber jetzt ist alles fein und alles gut und ich kann von dem Buch dann ein bisschen schwärmen. Beginnen möchte ich aber mit der Schwärmerei für Bin im Garten von Maike Winnemuth. Die Autorin hatte ja einst bei Wer wird Millionär relativ viel Geld gewonnen, ist dann auf eine Weltreise gegangen, dass sie in Das große Los beschreibt. Sie hat ja so eine etwas andere Art Weltreise gemacht, denn sie hat sich ja immer einen Monat in den Ländern aufgehalten, hat uns da auch so ein bisschen Dinge aus diesem Land erzählt, von ihren Gedanken und so weiter. Und jetzt habe ich Lust gehabt auf dieses Gartenbuch, das ich ja dieses Jahr von einer lieben Freundin geschenkt bekommen habe. Es ist wohl eine neue Auflage oder eine neuere Auflage, weil hier schon ein Zusatzkapitel drin ist, was wohl in der ursprünglichen Ausgabe nicht mit dabei war. Ich habe von der Autorin noch das 2. Buch, genau, um es kurz zu machen. Das sind ihre Kolumnen, und darauf freue ich mich jetzt, nachdem das hier ein Highlight war, auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dass das definitiv auch ein Buch für Juni, Juli wird. Und wenn man dann wirklich im Garten liegt und schmunzeln möchte und da guter Stimmung ist. Ja, wir sind hier wieder mit Maike Winnemuth unterwegs, die sich einen Garten in der Nähe des Meeres kauft, dort dann auch das Jahr verbringen möchte, also in ihrem Gartenhaus dann auch lebt, also schläft, kocht, alles Mögliche macht. Zudem hat sie den Plan, dass sie eben möglichst viel von ihren Lebensmitteln im Garten sozusagen anrichtet. Und sie verbringt dort eben mehr oder weniger dieses Jahr und nimmt uns hier mit in einer Art Tagebuch mit Gedanken und auch Tätigkeiten des jeweiligen Tages. Also wir haben wirklich eine Datumsangabe als Überschrift, was wurde getan, was wurde bestellt, was waren ihre Gedanken, welche Erkenntnisse hat sie genommen und so weiter. Und auch Anschaffungen werden beschrieben, auch ihre Einpflanzungen, das Hochbeet, was erstellt, was gut läuft, was schlecht läuft, was sie ausprobiert. Und wir sind bei all ihren Herausforderungen und Erfahrungen mit dabei. Und das macht Maike Winnemuth mit einer wunderschönen Stimme, in einem wunderschönen Stil, was mich unglaublich begeistert hat. Es ist, die Autorin schafft es, mich zu berühren. Sie schafft es, Gefühle und Gedanken, die man selbst vielleicht bei der Gartenarbeit irgendwie im Kopf hat, in Worte zu fassen, sie herauszupicken und wirklich einem das Gefühl zu geben, man wird auch verstanden. Also auch ich bin gerne in meinem Garten unterwegs. Es gibt Tätigkeiten, die mache ich gerne, andere, die lasse ich lieber machen. Aber ich kann das so gut nachvollziehen. Und ich,
ja, ich erinnere mich auch noch an meine ersten Jahre mit dem Garten und dass man eben wirklich Dinge zum Beispiel pflanzt und eben weiß, okay, es braucht jetzt einfach 5-6 Jahre, bis man davon etwas hat. Und wenn man jetzt sozusagen kleine Tannen sieht, die alle so nach und nach groß werden, weil ich mir zu Weihnachten zu Beginn 2-3 Tannen gekauft habe, die man eben einpflanzen konnte. Wenn man jetzt sieht, wie Blumen blühen, ja, wenn man das so beobachten kann, wie sich Dinge entwickelt haben und dass eben das Leben auch einfach irgendwie Zeit braucht und das Garten Zeit braucht und das, ja, erinnerte mich sehr viel von ihren Gedanken eben auch an meine eigene erste Zeit im Garten und wie schön es ist, einfach in etwas Grünes zu gehen, in etwas Grünes zu schauen. Ich fand auch toll beschrieben, wie sie den Unterschied wahrgenommen hat zwischen ihrer sonst klassischen Büroarbeit und der Gartenarbeit. Und das konnte ich so unterschreiben. Man kann oft Bürotätigkeiten ja so wenig greifen. Also man weiß ja oft am Abend gar nicht mehr, was man über den Tag irgendwie gemacht hat oder dass man etwas erledigt hat oder was geschafft hat. Und im Garten sieht man das. Man sieht, wenn man den Rasen mäht, was man geschafft hat, wenn man etwas einpflanzt, Unkraut jätet, insofern Unkraut, das ist ja immer so, kann man ja auch, also ja, das empfindet ja jeder anders. Man sieht da etwas und man spürt auch, dass man etwas gemacht hat. Also spätestens, wenn man irgendwie ja, hier unterwegs etwas einbuddelt, das merkt man relativ schnell körperlich. Und das, finde ich, hat sie ganz, ganz toll gemacht. Also man findet sich da als Mensch einfach wieder und man merkt, dass Maike Winnemuth auch einfach eine ja, normale Frau ist, die es eben auch einfach zu schätzen weiß, im Garten zu arbeiten und auch wirklich ranzuklotzen, das muss man ihr wirklich sagen. Und sie pickt das auch alles mit vielen kleinen Weisheiten, die sie so wunderschön auf den Punkt bringt. Und ich habe einige Markierungen vorgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Unterschied war. Ach, bei den Orangen habe ich hier ein Rezept markiert. Und hier, was habe ich mir hier markiert? Ach, das war zum Beispiel was total Cooles, weil sie spielt einmal im Monat mit sich selbst eine Art russisch Roulette. Da stellt sie sich nämlich einfach vor Schaufenster ihrer Buchhandlung und kauft dort auf gut Glück ein ausgestelltes Buch, von dem sie nicht das Geringste weiß. Und das fand ich, deswegen ist das anders markiert, zusammen mit einem Dinkel-Knäckebrot, weil ich so dachte, Wahnsinn, wie cool ist das? Und damit mir das eben nicht untergeht, vielleicht gehe ich auch einfach mal in die Buchhandlung und stelle mich hin. Wobei, ich finde ja schon immer, dass auch BookTube, wenn man sich ein Video anschaut, oftmals einfach so ein bisschen was Überraschendes ist. Man erfährt dann zwar natürlich was drüber, aber auch das sind ja nicht immer Bücher, die einem selbst irgendwo aufgefallen werden. Ja, ansonsten sehr viele Weisheiten markiert. Es sind auch einige Fotos mit enthalten. Und hier zum Beispiel aufgeschlagen, da ging es um das Thema Fitnessuhr, die sie eben abgelegt hat. Überhaupt ihre Uhr hat sie im Garten abgelegt. Denn im Garten geht es eben nicht um Fitnesstraining, das ja immer etwas Selbstverliebtes hat, sondern um Arbeit. Und meine Arbeit muss ich mir von keiner Maschine quittieren lassen. Und das ist was, was so auch meinen Nerv getroffen hat. Ich habe so viele Freunde, Kollegen, Bekannte, die alles Mögliche tracken und ich weigere mich ja nach wie vor. Ich finde es mal ganz cool, Schritte zu zählen, also auch wie wir in der Leipziger Buchmesse unterwegs sind, wie viele Schritte geht man da. Ich bin aber eher jemand, der Kilometer dann tatsächlich erfasst, also über meine Wander-App. Und da dachte ich auch, ja, stimmt, warum tracke ich mich so selbst? Und ich fand das so schön, dass sie das so auf den Punkt gebracht hat. Und da hat sie dann zum Beispiel auch einen Zaun bauen lassen. Sie ist unbegeistert, denn sie ist kein großer Freund von Zäunen. Vielleicht begann das Unglück der Menschheit, als ein Neandertaler zum ersten Mal auf die Idee kam, einen Zaun um seinen Gemüsegarten zu bauen. Erst wegen der wilden Tiere, dann wegen der anderen Neandertaler. Ein Zaun bedeutet, dies ist meins und nicht deins. Raus hier, Pfoten weg. Ja, und da gab es ja das Buch von, ja, dessen Namen ich wieder nicht aussprechen kann, dem niederländischen Autor. Und der hat das ja auch angefangen, dass die Unzufriedenheit der Menschheit halt oft daran liegt, dass sie eben irgendwann sesshaft wurde. Und das hat, ja, also ich bin restlos begeistert. Ein tolles Buch mit vielen Lebensweisheiten, Tipps und Tricks und Ideen und wie man eben auch einfach den Garten und die Welt betrachten kann. Und ich finde, das hat Maike Winnemuth hier wirklich richtig, richtig gut gemacht. Sehr schnell, sehr
flüssig erzählt, in einem tollen, trotzdem Tempo, dass man so dranbleibt, richtig schöne Spannungsereignisse auch mit aufgeschrieben und man fiebert eben mit ihr auch so ein bisschen durch das Jahr. Also großes, großes Bücherkino. Ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich das dieses Jahr geschenkt bekommen habe, jetzt gelesen habe und es ja, beim großen Los von ihr dann auch liegen wird und freue mich, wie gesagt, dann auch schon auf das nächste Buch von ihr. Dann ging es weiter mit einem E-Book und zwar dem dritten Teil der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend mit dem Untertitel Leere Schatten. Und ich habe ja im März und April Band 1 und 2 gelesen und war ja sehr, sehr begeistert und angetan. Und Claudia von Beauty Butterflies hat jetzt auch mal, nachdem sie uns ja alle angefixt hat mit ihrer Schwärmerei, beim Verlag angefragt und der hat wohl bestätigt, dass es auch einen vierten Band in Deutsch geben wird und der wird allerdings, und jetzt haltet euch fest, erst im Frühjahr 2023 erscheinen. Ja, ursprünglich war es ja irgendwie beim Verlag unklar, ob es überhaupt weitergeht. Es wurde hier immer von einer Trilogie gesprochen und Claudia hat ja schon immer gesagt, es ist keine Trilogie. Die Autorin plant eine 6-7-teilige Reihe und sitzt wohl jetzt gerade auch am vierten Band. Und, oder ist der schon da? Nein, ich glaube, der ist noch nicht da. Und ja, also es würde jetzt bedeuten, fast 2 Jahre warten. Das ist natürlich schon heftig, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt habe ich den dritten Teil gelesen. Ja, es ist im Grunde schon eine Reihe, die auf jeden Fall für Harry Potter Fans etwas sein kann. Auch so vom Alter her, es wird wohl empfohlen ab 10 Jahre. Da gehe ich auch auf jeden Fall auch mit. Ich finde durchaus, vielleicht sehr reife 9-Jährige, aber durchaus ab 10 kann man dieses Buch sehr gut lesen. Vor allem, wenn man jetzt auch im dritten Teil merkt, dass ja doch Morrigan etwas erwachsener, jugendlicher wird, vielleicht eher so, und es auch ein bisschen düsterer wird. Also es hat so schon eine Ähnlichkeit auch mit dieser Düsternis, wie wir es wirklich aus Harry Potter kennen. Und nein, es ist ganz anders wie Harry Potter, aber so ein Gefühl ist im Grunde schon sehr ähnlich vorhanden. Und ja, ich glaube, deswegen kann man das ganz gut vergleichen. Zumindest was dieses Gefühl angeht, was das so ein bisschen betrifft. Jetzt kann ich natürlich zum dritten Teil gar nicht so viel verraten. Grundsätzlich geht es ja um Morrigan, die ja, für alles verantwortlich ist, ursprünglich als verwunschenes Kind in dem Land, wo sie lebt. Und sie wird oder soll zu ihrem 11. Geburtstag sterben. Und wir erfahren so ein bisschen von diesem Leben. Allerdings wird sie kurz vor ihrer Geburtstagsfeier, vor dem Tod, ja, im Grunde entführt, nämlich nach Nevermore. Und dort herrscht Magie. Dort treffen wir auf magische Wesen, auf wahnsinnig innovative, tolle Ideen, wie zum Beispiel ein Hotelzimmer, was sich der Stimmung anpasst, finde ich einfach nur großartig. Also dieses Zimmer habe ich besonders im Band 1 sehr, sehr geliebt. Wir haben verschiedenste Charaktere, die sie begleiten. Wir haben Nebenfiguren, die immer wichtiger werden. Und ja, wir sind eben in einer magischen Welt unterwegs. Und im dritten Band gibt es, ja, ich glaube gar nicht, dass das wirklich beabsichtigt war, eine Krankheit namens Hohlpocken. Und diese sorgt eben in dieser Welt für Angst, Schrecken und auch für Quarantäne. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann die Autorin tatsächlich den dritten Teil geschrieben hat. Ich vermute trotzdem mal vor Corona. Und das war ganz faszinierend zu lesen, wie da im Grunde noch die Vorstellung davon war und wie dann die Realität irgendwie ausgesehen hat. Und man weiß ja, dass, ich glaube, die Autorin ist ja auch Australierin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wie streng es eben ja auf dem Kontinent zugegangen ist. Und da hatten wir hier ja wirklich lockere Zeiten. Und das war tatsächlich so jetzt nachbetrachtet ganz spannend auch irgendwie zu sehen. Und ja, Morrigan wird eben immer älter, wird jugendlicher und ich mag es nach wie vor, wie liebevoll sie ausgearbeitet ist, ihre Entwicklung zu erleben. Es macht einfach Spaß, mit ihr mitzugehen. Es werden viele Themen angesprochen und es ist einfach wahnsinnig kreativ und ich finde auch sehr, sehr innovativ. Und es ist wunderbar skurril an mancher Stelle und ich schmunzle bei so vielen Begebenheiten, Dialogen und es macht einfach Spaß, in diese magische Welt einzutauchen. Man merkt, wie gesagt, dass Morrigan jetzt erwachsener, jugendlicher wird, also dass sie aus dem Kindesalter so ein bisschen rauskommt. Dementsprechend werden auch die Themen ein bisschen ernster und eben auch ein bisschen jugendbuchiger, wenn man das so sagen kann. Und ich mag diese Entwicklung sehr gerne, weil ich glaube, so als Kind wächst man jetzt eben wie auch einst irgendwie mit Harry Potter so ein bisschen mit und kann dann eben auch ein bisschen mehr
ja, Düsternis sozusagen vertragen. So ein klitzekleiner Kritikpunkt am dritten Band ist für mich, dass die Nebencharaktere immer ein bisschen weniger werden. Das finde ich super, super schade, weil ich von denen eben zu Teilen auch sehr begeistert bin und einfach mehr von ihnen lesen möchte. Also Morrigan kommt mehr in den Vordergrund und das finde ich jetzt per se nicht schlecht. Ich finde es eher schade, dass eben die Nebencharaktere so ein bisschen weniger werden und oder weniger gezeigt werden und gerade weil ich eben so manchen Nebencharakter lieb gewonnen habe, finde ich das eben sehr, sehr schade. Und ja, aber es ist wirklich nur ein klitzekleiner Kritikpunkt. Für mich definitiv ein Highlight-Buch und reiht sich wunderbar in die beiden Vorgänger ein und gibt einem einfach so ein wunderbar magisches, verzaubertes Gefühl und bei dem man eben auch einfach Spaß hat, ja, es zu lesen und ja, im Grunde diese Welt immer wieder zu entdecken und auch Neues zu entdecken. Das letzte Highlight der Woche ist dann, ja, der Lotuskrieg Stormdancer von Jay Kristoff. Und ich möchte nochmal diese schöne Limited Edition zeigen. Ich weiß, ich werde allen auf den Keks gehen. Aber sie ist auch ohne Schutzumschlag richtig schön. Also wir haben hier wirklich auch diese Schimmerprägung auf allen Seiten. Und wir haben eben hier auch diesen wunderschönen Buchschnitt. Also das muss man echt sagen, da ist Ihnen wirklich was eingefallen. Es ist auch schon so, das ist der Auftakt einer Trilogie und es ist schon so, dass Band 1, Band 2 und 3 ja, angekündigt sind. Es ist ja eine ältere Reihe des Autors, der ja selbst auch Australier ist. Und die Bücher sind jetzt, glaube ich, von 2012. 10 Jahre haben wir, glaube ich, gesagt. 2012, genau. Und man sieht hier jetzt schon Band 2 und auch Band 3. Und ich kann mir hier auch sehr gut vorstellen, dass hier auch dann dementsprechend ja, der Buchrücken toll aussieht. Ich glaube, genau, November kommt der zweite Teil und nächstes Jahr im April dann der dritte. Und jetzt verschiebt sich hier meine ganze... mein ganzes... Ja, ja, aber gut, es hat auch ein Lesebändchen... wer sowas gerne hat. So, genug um Äußerlichkeiten. Es geht natürlich in einem Buch vor allem auch um die inneren Werte. Und ja, zum einen freue ich mich, dass man nach dem Nevernight Hype jetzt eben anfängt, auch seine älteren Werke zu übersetzen. Sein neuestes Buch ist ja Empire of the Vampire, was, glaube ich, im Herbst im Englischen erscheinen wird. Und es kommt noch irgendwas Science-Fiction-mäßiges von ihm. Ich glaube auch irgendwie Oktober, September, Oktober. Da bin ich auch sehr gespannt. Also wir haben sehr viel Glück, dass wir so viel Jay Kristoff bekommen. Und auch wenn wir ein bisschen warten müssen, ja, freue ich mich doch sehr, wenn die Bücher dann auch wirklich so toll aussehen. Ach ja, man... Ja... Ja, die Schwärmerei nimmt kein Ende. Ja, aber nun zum Inhalt. Wir begleiten ja in dieser japanischen Zukunftswelt die junge Yukiko, die mit ihrem Vater einen Auftrag bekommt, etwas für den Shogun, den Herrscher ja, des Landes ja, zu besorgen. In dieser Welt herrscht der Lotus und wir haben schon ein recht striktes Regiment, wo man wirklich auch merkt, wir haben Bushido, wir haben diese Art Samurai, wir haben wirklich sehr gehörige Menschen in diesem Land. Es gibt aber auch so etwas Besonderes an Yukiko, was so manch einer in der Gilde ungern sieht. Und wir erfahren recht schnell, dass das Land geprägt ist auch von Umweltverschmutzungen, dass es sehr schlechte Lebensbedingungen gibt, dass man eben durchaus nur mit Masken nach draußen gehen kann. Und wenn man bedenkt, dass das Buch dann eben schon über 10 Jahre alt ist, da finde ich das super spannend, wie das Jay Kristoff rüberbringt und eben auch schon damals das wahrgenommen hat und es ja im Grunde nicht besser wurde mit der Luftverschmutzung, muss man ja ganz klar sagen. Der Auftrag des Shogun beruht darauf, dass er einen Traum hatte, nämlich dass er auf einen Donnertiger reitet und die sind aber eigentlich ausgestorben. Doch eine kleine Gruppe macht sich eben samt Yukiko und ihrem Vater auf Reise in einem Himmelsschiff und recht schnell sehen sie einen Donnertiger. Doch es gibt ein sehr, sehr starkes Gewitter, das dann das auch dazu führt, dass das Himmelsschiff abstürzt. Und ja, wie es dann so weitergeht mit Yukiko, dem Donnertiger und dieser Welt, das muss man einfach selbst lesen. Denn es ist einfach nur großartig. Es hat ein großes Wow verdient. Es ist ein Buch, was einfach nur mich begeistert hat. Aber nicht nur mich, ich habe es zusammen hier mit der lieben Becky und Roman gelesen und beide Instagram-Profile packe ich auch mal unten in die Infobox. Schaut da auch bei beiden gerne mal mit vorbei. Und ich glaube, dass Becky und ich
bei diesem Buch definitiv in unserem Quartalstalk dann auch nochmal schwärmerisch unterwegs sein werden. Denn wir haben eine wahnsinnig tolle Welt. Ja, wir sind in der Zukunft. Ja, man kann das japanische Setting spüren. Wir bekommen Details. Es ist greifbar. Es ist bildgewaltig. Und das finde ich tatsächlich so. Es wird in den richtigen Momenten innegehalten, um diese Welt, die ja irgendwie Fantasy ist, die Zukunft ist, die aber eben auch so Dinge beinhaltet, die man eben kennt, zu beschreiben. Das macht J. Christoph wirklich auf. Das Worldbuilding ist einfach der Hammer. Dazu dieser etwas mystische Aspekt des Donnertigers und auch so ein bisschen, was Yukiko umgibt. Das baut er hier wunderbar in diese Welt ein und ich habe da großen Spaß gehabt. Diese Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, ja, Zukunftswelt und dann eben auch so eine Art Dystopie fand ich einfach nur richtig, richtig toll. Es ist wahnsinnig spannend. Und es geht viel, viel schneller, als man denkt. Also was hier im Klappentext steht, ist nicht viel vom ersten Band, wo wir damit gerechnet haben, dass das so das Hauptsächliche sein wird, im Grunde, worum der erste Band geht. Das war auf jeden Fall viel schneller da, viel schneller erzählt. Es war temporeich, es hatte viele tolle, innovative und auch spannende Wendungen, die man nicht hat kommen sehen. Und ich mag diesen schnellen Erzählstil super gerne. Also 60 Seiten von einem Abschnitt, zack, war man irgendwie durch und hat sich gedacht, huch, wo sind denn die restlichen Seiten hin? Die Charaktere sind sehr greifbar, sind wirklich auch sehr echt. Ich mochte auch etwas, was dann im Grunde zwischen Yukiko und dem Donnertiger entsteht. Ich fand das richtig toll gemacht. Das hat mir super gut gefallen und man merkt, dass J. Christoph eine Vorliebe hat, eben irgendwie etwas zwischen Mensch und Tier zu bringen. Das gab es auch schon bei Nevernight in anderer Form, aber da hat man schon gespürt, dass er das gerne verbindet und das hat er auch hier gemacht. Und das war einfach nur großartig. Man ist mitten in dieser Geschichte dabei, es geht schnell, es ist unterhaltsam und man wird so richtig tief in die Geschichte mit reingesogen. Das hätte ich gar nicht so erwartet, wenn ich doch schon gehofft habe, es ist ein Highlight. Aber ich habe es natürlich in eine andere Richtung erwartet und umso besser, dass es jetzt so gelaufen ist. Das Besondere, was uns auch so ein bisschen aufgefallen ist, sind die Steampunk-Elemente, was auch einfach nochmal zu einer ganz spannenden Mischung geführt hat und die auch einfach Lust auf mehr macht. Also wo man wirklich jetzt weiß am Ende, ich muss unbedingt den zweiten Band lesen, ich möchte auch unbedingt mehr von J. Christoph lesen, ich möchte in diese japanisch-asiatische Welt eintauchen und man hat hier diese Gepflogenheiten auch der Samurai, der Bushido, des Königshauses, man ist da so mit dabei und das macht J. Christoph einfach großartig. Also ich finde das wirklich gigantisch, was der Mann mit Worten kann, er kann auch Emotionen. Ich hatte 2-3 Stellen, wo ich Tränen in den Augen hatte, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte und ich einfach nur geflasht davor saß und dachte, wow, das schreibt dieser Mann und das macht er wirklich großartig. Also ich finde wirklich, das ist eine Autorenentdeckung schon nach Nevernight, die ich wirklich grandios finde, die besonderen Spaß macht und ich bin so, so happy, ja, das Buch gelesen zu haben, es jetzt schon als Highlight ins Regal stellen zu können und freue mich so, so, so auf November und den zweiten Teil und bin super neugierig, wie diese Dystopie, Science-Fiction, Fantasy, Steampunk-Geschichte dann eben weitergeht und ja, also großes, großes Bücherkino hat mir sehr, sehr gut gefallen und da freue ich mich definitiv auch aufs Weiterlesen. Ha, so, ja, 3 Bücher, 3 Highlights, finde ich eine ganz tolle Woche. Auch serientechnisch lief es richtig toll, denn ich habe ja mit The Grown angefangen und die Serie läuft auf Netflix. Es gibt aktuell 4 Staffeln und ich habe Staffel 1 ja schon angefangen, habe ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich damit begonnen habe und habe jetzt eben auch Staffel 2 schon beendet. Ich war ja und bin auch immer noch so ein bisschen skeptisch, was so ein bisschen die Tatsache betrifft, dass wir hier ja das Leben der Queen begleiten, also der Queen von England, mit Start sozusagen ihrer Hochzeit mit Prinz Philipp, der ja auch jetzt erst vor kurzem verstorben ist. Und wir starten, glaube ich, irgendwie im Jahr 47, 46, also auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir erleben hier eine Anfang 20-Jährige, die relativ schnell auf den Thron kommt, die damit gar nicht gerechnet hat, die ja eigentlich so ein bisschen ein normaleres, beschaulicheres Leben leben wollte
Und ja, sind hier so ein bisschen mit dabei. Es ist natürlich schon einiges historisch Belegtes dabei. Es sind Informationen, die man vielleicht aus der einen oder anderen Biografie, Dokumentation kennt. Natürlich werden auch Nebencharaktere mit eingebunden, sei es der Premierminister, sei es Leute, die die Queen besuchen. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen, wie viel Wahrheitsgehalt ist da am Ende mit drin. Man hat natürlich auch Fiktion. Es gibt definitiv Situationen, wo ich mir denke, naja, wer wird das jetzt wohl ausgeplaudert haben? Oder wenn es wirklich so Zweierdialoge gibt, kann man ja nur erahnen, ob das tatsächlich so passiert ist oder nicht. Mir gefällt der Cast unglaublich gut. Das muss man definitiv erwähnen. Es ist ja so, dass pro Staffel so circa 10 Jahre abgedeckt werden und man hat auch einen Castwechsel. Jetzt nach der zweiten Staffel übernimmt jemand anders die Rolle der Queen und der Charaktere. Hat natürlich den Hintergrund, dass man zwar, glaube ich, schon einen Menschen vielleicht nochmal so 10 Jahre älter schminken kann, vielleicht auch 15 Jahre, aber dann hört es im Grunde auf und man kann auch nicht so lange darauf warten, dass die Kinderschauspieler mitwachsen, dass sie dann eben irgendwann ein Charles werden, eine Prinzessin Anne und so weiter. Ich habe schon in die erste, zweite Folge jetzt reingeschaut von der dritten Staffel und muss sagen, ja, ich kann auch mit den Schauspielern recht gut leben. Mein Problem ist so ein bisschen, dass gerade, finde ich, die Schauspielerin für die Queen doch recht altbacken und alt wirken. Ja, es sah natürlich eine 20-Jährige vor 100 Jahren oder es übertreibe ich, vor 80 Jahren anders aus. Aber wenn ich so jetzt in der dritten Staffel, die fängt im Grunde so ein bisschen auch damit an, dass sie sich eine neue Frisur machen lässt und irgendwie sieht sie da wirklich schon alt aus. Und ja, die Queen hat gefühlt schon immer alt ausgesehen, das ist schon so. Aber da hat sie dann auch gesagt, ja, sie ist ja eine alte Frau und die ist damals so alt grob gewesen wie ich jetzt. Und da dachte ich, na Mädel, also wir sind ja noch nie alt. Ja, aber natürlich war das vor ja, 60, 50 Jahren einfach ja, was anderes. Das sieht man natürlich, wie jung geblieben jetzt eben diese Generationen oder diese Altersgruppen irgendwie aussehen. Jetzt setze ich mich, glaube ich, total in Brennnesselnest, aber ja, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich immer finde, die Queen sieht irgendwie 20 Jahre zu alt aus, als sie eigentlich ist. Aber ja, man weiß natürlich, dass die Queen nie wirklich modern ausgesehen hat, dass sie schon immer natürlich schon auf ihr Aussehen geachtet hat, aber nie so mit der Mode gegangen ist, wie zum Beispiel ihre Schwester oder auch wenn man dann das Leben ihrer Tochter von Prinzessin Anne sich irgendwie anguckt. Ja, oder es kann auch nie mit einer Grace Kelly zum Beispiel irgendwie mitgehalten werden, die einfach schon gefühlt von Geburt an eine Diva war. Aber ja, was mir unglaublich gut gefällt, ist ja, so ein bisschen die Atmosphäre, dass es einen runterholt, dass es die Geschichte wunderbar erzählt, dass es Geschichten so ein bisschen pro Folge durchaus auch zusammennimmt, aber der rote Faden ist natürlich erkennbar. Ich finde sehr gut, wie die Musik dazu gemacht ist, gefällt mir super gut. Da habe ich richtig Spaß auch mit dran und es hat für mich auch so ein bisschen diesen Downton Abbey-Feeling, das mich eben auch eigentlich total entschleunigt und das hat mir eben hier auch sehr gut gefallen. Was ich lobend erwähnen möchte, ist, dass ich es sehr gut fand, dass jetzt in den ersten 2 Staffeln die Kinder kaum eine Rolle gespielt haben, also egal ob Charles oder Prinzessin Anne oder dann auch Andrew und ja, wie heißt das vierte Kind der Queen? Andrew Edward? Ja, ich glaube schon. Ich bin da sehr froh drüber, dass man die Kindheit nicht so gezeigt hat. Also, dass man Kinder und wahrscheinlich die nicht so liebenswürdige Mutter, die Queen, glaube ich, tatsächlich nicht so wirklich ist, dass man das nicht so in den Fokus gestellt hat, sondern dass man ihre Geschichte erzählt. Und ja, das gefiel mir in den 2 Staffeln besonders gut, weil ich da schon so ein bisschen Befürchtungen hatte, dass man das jetzt so ausschlachtet, was sie für eine gefühlskalte Frau vielleicht irgendwie ist ihren Kindern gegenüber, dass man das eher so ein bisschen ja, weggelassen hat. Es gibt 1-2 Folgen, wo das so ein bisschen eine Rolle spielt, aber ich glaube natürlich, dass das jetzt eher relevant wird, wenn eben auch Prinz Charles einfach größer und älter wird. Und das finde ich definitiv gut. Was ich ein bisschen strange finde, ist einfach, dass die Personen natürlich noch leben. Also zu Großteilen ist die Familie noch am Leben und ich weiß einfach nicht, ob ich das gut finde, ob ich das komisch finde, ob ich das cringy finde. Ich weiß nicht, ob ich, also ich bin jetzt ja nicht die Queen, aber wenn ich jetzt die Queen wäre, ich weiß nicht, ob ich mein Leben in der Seifenoper irgendwie erleben möchte. Weiß man, ob die Queen sich das anschaut?
ob die genau weiß, also erinnert sie sich vielleicht an manche Dinge auch gar nicht mehr. Also das kann natürlich auch einfach sein. Also das finde ich so ein bisschen einfach merkwürdig, dass ich so denke, die Leute leben zu großen Teilen ja noch. Ja, jetzt eine Queen Mom nicht, Prinz Philipp vor kurzem verstorben. Es wird ja auch irgendwann Prinzessin Diana ein Thema sein. Ich finde das finde ich irgendwie ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer konnte ahnen, dass die Queen auch so alt wird? Na, also ich glaube, da ist im Buckingham Palace gibt's definitiv irgendwas Gutes im Leitungswasser. Auch finde ich manchmal ein bisschen zu viel Drama. Aber ja, wir sind natürlich im englischen Königshaus, wo es sehr viel Drama gibt. Und wenn man natürlich ein Jahrzehnt auf 10 Folgen komprimiert, dann wird natürlich das Drama auch gezeigt. Gar keine Frage. Und das macht natürlich dann auch irgendwie Spaß. Ja, durch diese Komprimierung und natürlich auch mit dem Blick, dass man ja weiß, was passiert. Es ist natürlich immer viel leichter, zurückzuschauen und eine Geschichte zu erzählen, als wenn man mitten in der Geschichte sozusagen ist. Also, versteht ihr, wie ich das meine? Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch schreibt und man schreibt einfach von Seite 1 bis 300, dann geschehen ja Dinge, während wenn ich ja schon weiß, was auf Seite 300 passiere und muss den Weg irgendwie machen, ja ein anderer irgendwie ist. Also, das fällt mir immer so ein bisschen auf, dass man schon sagt, okay, man wusste natürlich, was wird dann irgendwie mal wichtig werden und hat schon früh genug sozusagen angefangen, diese Geschichte ja aufzunehmen. Ob das in dem Moment tatsächlich den Beteiligten schon irgendwie klar war oder wichtig war, das sei einfach mal dahingestellt. Aber so muss man natürlich eine Geschichte erzählen und Geschichte passiert eben einfach rückblickend. Und ja, also mir gefällt es, mich unterhält es. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht mit den nächsten Jahren, wo ja auch wirklich Prinz Charles älter wird, wo wir irgendwann ja auf Dai treffen, auf die gemeinsamen Kinder, auf die Schlammschlacht und natürlich dann auch auf den tödlichen Unfall von Prinzessin Diana. Da bin ich sehr gespannt, wo das so hingeht. Und ja, auch wenn ich jetzt nicht per se der größte Fan bin der Königsfamilie und da wirklich alles verfolge oder gar Hochzeiten und Geburten und keine Ahnung, aber es hat einfach schon einen gewissen Unterhaltungswert, auch dieses Historische eben einfach diese Menschen zu ihrer Zeit zu erleben und das ist natürlich auch super spannend. Also auch wenn man jetzt vielleicht dann nochmal irgendwas mitbekommt, was auf der Welt dann irgendwie noch los ist in den 70er, 80er, 90ern und natürlich auch weitertragend. Also es bleibt, denke ich, auf jeden Fall spannend und ich habe großen Spaß. Ja, jetzt habe ich aber genug, glaube ich, auch von der Serie gequatscht, aber es ist definitiv schon eine Highlight-Serie, die mir wirklich Spaß macht, die auch einfach mal was ganz anderes wieder ist und auch einfach durch diesen Wahrheitsgehalt, der mit dabei ist, den man eben doch einfach erkennt, wenn man sich einfach mit den Menschen schon mal irgendwie auseinandergesetzt hat und dadurch natürlich so eine besondere Art Spaß mit dazukommt. Aber ja, ich glaube, das war es jetzt einfach von der Schwärmerei. Ich bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht The Crown kennt, wie euch die Serie gefällt. Lasst mich das gerne mal wissen. Auch wie eure Bücherwoche gelaufen ist oder bisher auch euer Juni, was den Lesemonat angeht. Was ihr gerade lest, schreibt mir das super gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.